geht's mit dem 21. Teil des Let's Plays. Ich bin jetzt hier gerade in der Höhle. Erstmal aufleuchten, damit hier keine Monster mehr spawnen. Da ist schon eine Fackel. Da ist auch schon eine Fackel. Und dann war ich hier schon mal drin, ne? Ah, das ist die. Da kann ich auch von meinem Haus ja direkt hin. Und deswegen habe ich, die habe ich ja teilweise erforscht schon. Anscheinend vorher dieses Mal schon. Hier nichts spawnen lassen. Das ist noch ein kleiner Slime. Den ich im vorigen Teil nicht getötet habe. Da ist eine Spinne. Die hängt da oben fest. Ausleuchten die Höhle unter mir. Oh, ein, was ist das denn für ein Zombie? Ein anderer sieht ein bisschen anders aus. Critical Hit. Und tot. Skelett. Ja. Da ist ein Skelett. Schon wieder ein Skelett umgebracht. Das ist anscheinend eine slimehaltige Höhle. Und hier ist noch Eisen vorkommen. Das ich eigentlich nicht mehr aufnehmen kann. Weil ich am besten den Apfel essen hier. Und er hat hier das Gunpowder auch nicht mehr aufgenommen. Was kann ich denn wegschmeißen hier? Kann die 6 Birkenholzblätter so zu Stöcken umquarten, dass ich die Stöcke brauche sowieso später nochmal. Bin ich hier in der Höhle. Ist noch mehr Eisen, aber erstmal muss man sich ein bisschen sichern. Kohle ist hier auf jeden Fall auch zur Genüge. Und es gilt hier erstmal hier die Höhle restlos auszuleuchten. Zumindest in der Nähe. Das kommt aus dem Höhlengeräusch und da ein Schwein. Ich dachte, das wäre ein Skelett, das Zombie ist. Da ist auf jeden Fall Cobblestone. Hier ist da ein Cobblestone. Ist das ein Dungeon? Nee, ist kein Dungeon. Cobblestone, das nicht zu einem Dungeon führt. Aber das Fleisch nimmt er auch schon wieder nicht auf. Dann sollte ich am besten erstmal. Wir haben unterirdisch in einer Höhle ein Schwein. Wie kommt das denn hierher? Ist bestimmt irgendwie reingelaufen. Aber sonst würden hier unterirdisch keine Schweine sein. Oh, oh, das ist ein Eisen. Soll ich das Eisen hier mitnehmen? Noch mehr Eisen. Wasser hier. Da oben bei. Anscheinend ist die Höhle nicht so groß, also sie scheint nicht viel zu beherbergen. Ich glaube, ich habe sie schon so gut wie komplett ausgeleuchtet. Und Eisen. Da ist noch mehr Eisen. Ich dachte, das ist das Eisen weg. Aber erstmal diesen Wasserschall nochmal wegmachen. Mache ich den jetzt weg. Was nehme ich denn? Bruchsteine. Platz ich da mal einen hin. Ich lasse das jetzt nicht weg, aber es ist zugemacht. Enderman. Ich höre Schafe an der Oberfläche. Noch mehr Eisen. Ja, da ist noch mehr Eisen. Es scheint auch relativ viel Eisen zu beherbergen. Und Kohle habe ich hier auch noch. Also im Moment habe ich noch viele Kohle, aber ich kann dann hier in die Höhle gehen. Ich habe übrigens direkt einen Zugang von meinem Haus aus zu dieser Höhle.
Und hier war ja auch ein Slime gespawnt. Deswegen bin ich wieder auf diese Höhle gestoßen, wegen dem Slime. Weil ich nach dem Slime gesucht habe, da habe ich... Habe ich hier diese Höhle wiedergefunden. Da ist noch ein Gang, aber... Und das Wasser wegmachen. So, das Wasser weg. Muss ich besser ausleuchten. Und es geht weiter. Hier hinten scheint Lava zu sein. Und ein Skelett. Habe ich gehört. Das ist ebenfalls eine Fackel. Skelett. Wo ist das denn? Scheint hier irgendwo zu sein. Scheint nah dran zu sein. Ich sehe aber nichts. Ah, das war die Lava. Da gehe ich aber erstmal nicht hin. Ist die Hülle jetzt erstmal so in Frieden? Mit dem Eisen. Da haben wir nämlich noch eine Eisenrüstung. Skelett. Scheint aber nicht direkt bei mir zu sein. Könnte vielleicht einen anderen Höhlenabschnitt, den noch nicht ausgeleuchtet habe, gespawnt haben. Da ist ein kleines Kohlevorkommen. Wie hier in der Nähe ist ein Skelett hörbar. Es fehlt nur einem Skelett. Oder ist das eine Oberfläche? Na. Reaper, wo kommt der denn her? Explodiert, aber kein Schaden. Der ist zwar explodiert, aber hat mir keinen Schaden zugegeben. Ich habe jetzt zu Part 20 die Difficulty auf normal gestellt. Da kommt noch ein Creeper her. Und dann noch mehr Monster her. Bam, jetzt hat er den Zombie besiegt. Kommen hier auch noch Monster her. Nicht Bugs. Was ist denn da? Das sich ja ausleuchten. Scheint ja auch nicht zu sein, das Skelett, was ich höre, ganz klar. Ja, solche Höhlen knapp unter der Oberfläche ist das jetzt. Und meine Fackel sind auch gleich weg. Reicht nicht ganz, ich muss weitere Fackeln craften. So habe ich auch wieder ein Slot frei. Und jetzt ist das Eisen hier auch gesichert. Dass das direkt abbauen kann. Also es scheint eine eisenreiche Höhle zu sein. Da, oh, Lehm. Das ist Lehm an der Oberfläche. Eine Decke. Das deutet auf jeden Fall hin, dass ich an der Oberfläche bin. Weil ich in einem Sumpfbiom bin. Ich bin ja... Mal ein bisschen was essen hier. Oder was bringt jetzt diese 9 Slime Balls, die ich da jetzt durch diesen Slime, den ich knapp unter der Oberfläche gefunden habe. Das findet man nur übrigens in Sumpfbiomen. Deswegen könnte ich ja eigentlich bei mir ja einen Slime Farm unterirdisch bauen in Sumpfbiomen. Da ist es nämlich Chunk unabhängig. Da liegt noch EP. Anscheinend hat der Creeper hat ja den Zombie besiegt und mir auch ein klein wenig Schaden gefügt. Nur glaube ich 1-2 Herzen. Ja, aber auch nicht. Hier ist alles schon ausgeleuchtet. Also ich weiß nur gerade nicht, wo ich jetzt nach Hause muss.
jedenfalls diese Höhle direkt an mein Haus angeschlossen. Die dürfte jetzt eigentlich normalerweise keine Monster mehr bringen. Aber ich glaube, hier geht es dann jetzt nach Hause. Jetzt habe ich nämlich jetzt mal wieder 35 Eisen. Also, das ist auf jeden Fall genug Eisen, um eine komplette Eisenrüstung zu bauen. Oder zu machen. Monstermäßig. Da läuft ein Creeper lang. Jetzt ist mein Haus ausgeleuchtet und die können da ja nicht spawnen im Haus. Da läuft ein Creeper in der Nähe meines Hauses. Den sollte ich jetzt mal abmachen. Wegmachen. Ah, der will explodieren? Nee, geht nicht. Der ist nicht explodiert. Die Lava hier. Das hier ist ein Biom. Das ist auch ein Sumpf. Ich dachte schon, das wäre ein anderes Biom. Ich habe hier auch schon Level 20 Erfahrung. Hier ist schon der richtige Wald gewachsen. Auch noch abernten. Brot habe ich auch etwa genug. Holz mal die Bäume ab. Die Pyramide muss mir noch überlegen, was ich damit machen werde. Wie sieht man hier die Spitze von? Immerhin sieht man die von, wenn ich schlafe, sieht man dann die Pyramidenspitze. Aber das war auch nicht ganz so einfach, dass ein Creeper in der Nähe meines Hauses gespawnt war. Holz ist gleich mal aufgesammelt. Die Setzlinge kann ich aufnehmen. Soll ich also erstmal mein Inventar ein bisschen entleeren. Weil man kann hier nur die Setzlinge aufnehmen. Und damit viel Müll im Moment. Also ein paar Stacks Kobbel, die ich wegpacken kann. Ein paar behalte ich mal. Holz kann weg, die Samen kann weg, die Setzlinge können weg. Kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Das brauche ich auch nicht. Und dann, das brauche ich auch nicht. Seerosenblatt brauche ich nicht, Schleimbälle brauche ich nicht. Birkenholz brauche ich. Also ich könnte das nehmen. Einfach mal, damit ich Holz habe. Dann habe ich noch drei. Den Eimer mache ich noch mit Lava voll. Ich kann erstmal das Eisen hier reinpacken. So. Oh, hier sind auch einige Schweine, Schafe und Kühe. Werde ich ja hier ein Dreiergehege bauen. Einfach den Eimer erstmal noch mit Lava füllen hier. Jetzt einen Lava gefüllten Eimer und die Gehegeerweiterung und am besten die nähere Umgebung meines Hauses ausleuchten, nämlich also wenn ich die Lava sie weg gehabt, jetzt ist hier noch alles voll Setzlinge, die ich noch aufnehmen sollte. Ich werde erstmal hier alle Bäume abholzen. Und dann ein bestimmtes Gebiet dazu erklären, dass ich... Oh, was ist da denn? Eine große Eiche ist da gewachsen. Gehen wir hier dann mal später nach Schwarzeichen oder Akazienholz suchen. Ich habe ja jetzt immerhin noch die 1.8 geupdatet. Der Baum ist direkt neben dran gewachsen. Komme ich gleich nach oben ran. Und die Axt ist kaputt.
mal mit der Hand eben noch zu schlagen. Die anderen Bäume lasse ich noch erstmal in Ruhe. Den Dreck habe ich ja noch, dann kann ich jetzt hier gleich hier mal ein bisschen Erweiterungsfläche machen. Damit ich hier zum Beispiel auch die Schafe und die Kuh sind auch gewachsen. Mit Dreck aufkleiden. Mit Dirt. Und ich werde dann in der nächsten Partie die nächsten noch zwei weitere Gehege hinbauen. Das dürfte auch reichweit weg von der Lava da hinten sein. Oder plötzlich. Obwohl, die Lava brauche ich ja im Moment ja noch nicht. Deswegen kann ich den erstmal die Truhe wegpacken. Also die Lava einmal weg. Nein, die nicht, aber hier. Ich habe ja schon ordentlich Stacks hier an Erde und Kobbel. Da ist ja noch ein Eisen übrig. Ah, da war ja noch mehr Eisen. Da kann ich mal ein bisschen Rüstung herkraften. Eisen hat man ja erstmal, genug damit. Ich mal so Eisenhose und Brustplatte. Eisenbeinschutz. Da könnte ich mir noch eine Schere herkraften und die Schafe. Und das erstmal anziehen hier. Und erstmal ein paar Rüstungspunkte. Eine Eisenrüstung. Diamanten habe ich ja noch keine. Uhr und Kompass habe ich auch erst hier weggepackt. Kompass navigiert hier einfach zum Spawn. Ich gucke mal, wo ich den hingepackt habe. Der Spawn dürfte nicht weit weg sein. Und mal gucken, wo ich zu Beginn gespawnt bin. Hier geht dann die Richtung. Also ich bin anscheinend hier oben drauf gespawnt. Also Spawnpunkt, also der navigiert mir hier hin. Das heißt, wenn ich in ferne Gefilde gehe, dann kann ich einfach mit dem Kompass folgen wieder herkommen. Das finde ich schon ganz praktisch. Aber es hat sich noch nicht geändert, dass man da einfach sitzt zum Bett. Weil man wird nicht zum Bett zurückgeführt. Also ich glaube, ich könnte das Haus nochmal ein bisschen dekorativ, ein bisschen aufrüsten. Das Eisen fertig machen. Dann kann ich dann noch die anderen Rüstungsteile noch machen. Eisenstiefel und die dann noch anziehen. Jetzt habe ich nämlich eine volle Eisenrüstung und weiß auch nicht, warum es hier nicht voll aufgefüllt ist, aber es ist auf jeden Fall volle Rüstung, die ich habe jetzt. Und wie spät ist es? Na, es ist jetzt früher Abend. Ich hätte ja jetzt auch eine Schere zufällig im Inventar. Das Schweinscheren. Das ist eine Schafschere, nicht Schwein. Und die Wolle später nochmal benutzen, die ich euch gewonnen habe. Hier mal ein bisschen die hellgraue Wolle rein. Hat ja noch 237 Euro billig, die Sachen. Passt nicht mehr rein. Aber was kann ich noch? Zwei Eisenbarren, die kommen mal hier rein. Oh, ich habe schon fast gesteckt, aber ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Eisen hier. Und jetzt ist ein Deck voll, also ich habe jetzt noch. Und die Steinbälle, die habe ich jetzt auch hier rein. Wirken setzt den Schwarzpulver. Habe ich noch mehr Setzlinge. Die brauche ich im Moment noch nicht. Aber da, wenn ein Kuh gewachsen ist, kann ich das mal mit Weizen machen. Und die Kuh wieder zum Paaren anregen. Ich muss dann wieder eine kleine Kuh. Ich habe jetzt mal eine weitere Kuh gemacht. Das Schaf hier werde ich auch noch benutzen. Ich werde mir einfach noch, bevor ich den nächsten Part aufnehme, noch gucken, wie das Crafting-Rezept für Zäune ist, weil ich das im Moment gerade nicht weiß.
Also ich bin jetzt nicht auch das. Da hinten ist auch fast fertig. Die Sonne geht unter, also schlafen und damit gleich verabschieden. Also hier geht die Sonne gleich schon unter. Und hier oben kann ich gleich noch einen Zauberraum machen. Also aus diesem Raum. Oder ich könnte noch ein riesiges Haus bauen mit diesen vielen Häusern. Dann richtig eine Hauskonstruktion bis zur Pyramide bauen. Also richtig alles schön verwenden. Und damit werde ich jetzt euch verabschieden mit dem Schlafen. Bis dann und ciao.